Hallo und willkommen zu Teil 4. Ich wünsche euch viel Spaß und gleich geht's los. So, wir starten mit dem Sitz. Jetzt arbeiten wir eine Luftmaschenkette mit 7 Luftmaschen. Auch wieder Nadelstärke 2,0. Und arbeiten ab der zweiten von der Nadel 6 feste Maschen zurück. Eine Luftmasche und wenden. Und das wiederholen wir jetzt noch zweimal. Also 6 feste Maschen, eine Luftmasche wenden, 6 feste Masche, eine Luftmasche und wenden. Jetzt haben wir 3 Reihen, 6 feste Maschen. Jetzt arbeiten wir eine Abnahme. Also wir arbeiten 2 Maschen zusammen, 2 feste Maschen. Und wieder eine Abnahme, also die letzten beiden zusammen. Dann eine Luftmasche und wenden. Jetzt haben wir 4 Maschen in der Reihe. Jetzt arbeiten wir 2 Reihen mit 4 festen Maschen drüber und auch wieder am Ende eine Luftmasche und wenden. 3, 4. Eine Luftmasche und wenden. 1, 2. Eine Luftmasche und wenden. Jetzt arbeiten wir 2 Abnahmen, also die ersten beiden zusammen und die letzten beiden zusammen und eine Luftmasche. So, und jetzt arbeiten wir eine Runde feste Maschen außenrum. Und dann arbeiten wir wieder in die Lücken rein, das haben wir ja vorher schon gemacht beim Schutzblech. Also eine Luftmasche und dann haben wir jetzt hier 6 feste Maschen nach unten in die Lücken. 3, 4, 5 und 6. Jetzt haben wir dann hier oben wieder die Luftmaschenkette. Die Schlaufen der Luftmaschenkette, da haben wir auch 6 feste Maschen. 1, 2, 3. 4, 5 und 6. Dann kann man Faden mitlaufen lassen, braucht man den nicht vernähen. Und jetzt kommen wir hier wieder auf der anderen Seite, haben wir auch wieder 6 feste Maschen in die Lücken. Ne? 1, 2, 3, 4. Kommen wir hier oben wieder hin. Nochmal 2 feste Maschen. 1, 2. Und jetzt haben wir hier die kleine Luftmasche, die überspringen wir. Und jetzt arbeiten wir eine Runde feste Maschen, nur ins hintere Maschenglied. Also die Luftmasche hier, die überspringen wir. Hier ist die erste Masche, hinteres Maschenglied. Da kannst du dir dann ein andersfarbiges Garn einlegen, dass du dann besser sehen kannst, wo die Runde endet bzw. anfängt. Und dann arbeiten wir jetzt eine Runde feste Maschen ins hintere Maschenglied. Und das müssten 20 Maschen sein. So, jetzt arbeiten wir 2 Runden mit 20 festen Maschen und aber wieder in beide Maschenglieder. Jetzt wieder eine Runde mit 20 festen Maschen, aber nur ins hintere Maschenglied. Jetzt eine feste Masche und eine Abnahme. Bis zum Ende der Runde. Zum Schluss bleiben dann noch 2 Maschen übrig
Und ab jetzt arbeiten wir dann 5 Abnahmen. Also immer 2 zusammen, 5 mal. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt machen wir eine Kettmasche. Jetzt stopfen wir den Sitz etwas. Aber ist auch nicht zu fest. Ne? Also nicht, dass er zu bauchig wird, weil soll ja noch ein bisschen die Form von einem Sitz haben. Ne? Hier haben wir ja dann die Maschenglieder, wo wir in die hinteren Maschenglieder noch gearbeitet haben. Und das sind dann ein bisschen die Kanten. Ne? So. Jetzt schließen wir das Loch noch. Da kann man dann den Draht vom Sitz dann so schneiden, dass er da passt. Also in meinem Fall jetzt muss ich ihn bis dahin kürzen, mindestens. Und dann kann man den draufstecken und mit Heißkleber draufkleben. Okay, und Sitzhöhe und Lenkerhöhe sollen ungefähr die gleiche Höhe haben. Ne? Also jetzt, wenn du jetzt den Sitz extrem bauchig gestopft hast, dann steht der Sitz drüber und das ist dann nicht schön. Also das sollte ungefähr die gleiche Höhe haben. So, jetzt kommen wir zur Kette oder zum Kettenschutz. Dann machst du dir jetzt am besten erstmal eine Schablone aus dem Papier und schaust, ob das passt, bevor du dann deinen Filz oder Moosgummi oder Pappe oder was auch immer du dann dafür verwenden willst. Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Am besten, du guckst selbst, wie das bei deinem Fahrrad ist. Es soll da nach Möglichkeit hier vorne dann so sein und hinten dann abschließen und soll schön waagerecht sein. Deswegen mach dir erstmal eine Schablone, also auf einem Blatt Papier, und schau, wie dir das am besten gefällt. Dann ich habe jetzt bei mir 11 cm Länge und vorne dann der breiteste Teil sind 3,8 cm und hinten dann 2,3. Also das kannst du dir so ungefähr dann machen. Wenn das minimal größer oder kleiner ist, das sieht immer noch gut aus. Also
wie gesagt, mach dir erst eine Schablone und schau, ob dir das gefällt, weil wenn du dann siehst, dass es doch nicht gefällt, dann wäre es schade um den Filz oder um den Moosgummi oder was auch immer du verwendest. Und wenn du das dann ausgeschnitten hast und dann hebst du das da so hin. Und dann nimmst du eine Stecknadel und gehst hier vorne durch und zeichnest dir dann praktisch da an, wie dir das am besten gefällt. Also so ungefähr. Kommt doch noch ein bisschen tiefer, so wie du das dann magst. Ne? Dann hast du da eine Markierung praktisch. Also ist das dann die Mitte, da kommt er dann später. Der Draht durch für die Pedale. Und dann kannst du dir gerade hier so 5 kleine Stückchen, kleine Kreise rausschneiden. Die habe ich auch nicht angezeichnet oder so, sondern habe einfach rausschneiden. Das müssen auch nicht unbedingt 5 sein, das können da 3 sein oder 4 oder 6, wie du das magst. Ne? Okay. So, dann kommen wir jetzt zum vorderen Korb. Ihr macht da einen Fadenring mit 6 festen Maschen oder eine Nadelstärke 2. Ne? 6 feste Maschen in den Ring, schließt den Ring und jetzt verdoppeln wir jede Masche auf 12. Also immer 2 feste Maschen in eine Masche und dann haben wir 12 feste Maschen in der Runde. Dann verdoppeln wir jede zweite Masche auf 18, also eine feste Masche und eine Zunahme. 2 in eine, ne? Bis zum Ende der Runde. Dann haben wir 18 Maschen in der Runde. Dann arbeiten wir 2 feste Maschen und eine Zunahme bis zum Ende der Runde. Dann haben wir 24 feste Maschen in der Runde. Dann geht es weiter mit 3 festen Maschen und eine Zunahme bis zum Ende der Runde. Dann haben wir 30 Maschen in der Runde. Und jetzt 4 feste Maschen und eine Zunahme bis zum Ende der Runde. Und dann haben wir 36 Maschen in der Runde. So, jetzt zeichnest du dir auf dem Karton das auf und schneidest dann so ein Stück aus auf dem Karton. Das legen wir dann in den Boden und dann hat es eine schönere Form und dann kann man es auch schöner auf dem Umschutzblech dann draufkleben. Dann ist es ein bisschen stabiler. Okay, dann arbeiten wir jetzt eine Runde mit 36 festen Maschen, aber nur als hintere Maschenglied. Und jetzt arbeiten wir 8 Runden a 36 feste Maschen und wieder in beide Maschenglieder. Also 8 Runden drüber. Jetzt arbeiten wir eine Kettmasche, eine Luftmasche und jetzt arbeiten wir eine Runde Krebsmaschen außenrum. Und die Krebsmaschen gehen ja in die andere Richtung, ne? Also eine Runde feste Maschen in die andere Richtung. Und 36. Dann schneiden wir den Faden ab und ziehen ihn durch. Und jetzt vernähen wir den Faden.
unten rein. Und dann kannst du dir ein Stück aus dem gepressten Schaumstoff oder aus Styropor schneiden. Und das kommt dann hier rein. Und jetzt kann man das dann hier oben drauf spießen. Und da brauche ich jetzt aber beide Hände dazu und muss ich die Kamera mal einen Moment ausmachen. Also das mache ich jetzt noch und dann komme ich wieder zurück. Ne? Muss man dann den Draht ein bisschen nach unten bücken, dass es dann auch im Korb versteckt ist. Ne? Der Draht. Ne? So, das erste Körbchen ist fertig. Das war jetzt Teil 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Über ein Like würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Teil. Tschüss.